Die einzige staatliche Berufsfachschule für Altenpflege in Bayern hat ihren Sitz am beruflichen Schulzentrum in Mühldorf. Sie konnte kürzlich ihr 10-jähriges Bestehen feiern. Mit einer Ausstellung im hinteren Teil der Aula des beruflichen Schulzentrums demonstrierte die staatliche Berufsfachschule für Altenpflege ihre Ausbildungsinhalte und erinnerte am Tag der Pflege an die zurückliegenden 10 Jahre. Die Bedeutung der Schule zeigt der prominente Besuch der Jubiläumsfeier. Staatsminister Dr. Marcel Huber, Staatssekretär Bernd Ziebler, Bezirksrätin Claudia Hausberg und Landrat Georg Huber. Dr. Martin Huber war trotz der herausfordernden Tätigkeit als Landtagsabgeordneter ganz ruhig, wie sein Puls zeigte. Die Schülerband des beruflichen Schulzentrums eröffnete die Jubiläumsfeier, zu der neben ehemaligen und Lehrkräften auch Mühldorfs zweite Bürgermeisterin Ilse Pleitinger-Sonntag und der ehemalige Leiter des beruflichen Schulzentrums gekommen waren, Oberstudiendirektor AD Ludwig Ecker. Dazu die Leiter der Kreiskliniken und zahlreicher Einrichtungen im nahen und weiteren Umfeld. Schulleiter Oberstudiendirektor Maximilian Heimal hieß Sie alle herzlich willkommen. Ihr aller Kommen zeigt die große Bedeutung der Ausbildung von Altenpflegern, die in einer alternden Gesellschaft immer wichtiger werden. Weil Google schließlich alles weiß, hatte es in nur 0,4 Sekunden 72 Millionen Treffer zum Thema Pflege gebracht. So viele wie nicht einmal das Suchwort FC Bayern. Die Berufswelt unterliegt einem drastischen Wandel, stellte Staatsminister Dr. Marcel Huber fest. Berufe und Begriffe verschwinden und neue kommen hinzu. Wer von den jungen Leuten weiß denn heute noch, was eine Telefonwählscheibe ist? Gleich bleibt dagegen der Beruf des Pflegers, auch wenn er durch neue Medizin, neue Methoden und immer ältere Menschen neuen Herausforderungen gegenübersteht. Die Auszubildenden der Altenpflegeschule haben also den richtigen Beruf gewählt. Und wenn sie ihre Ausbildung an der einzigen staatlichen Altenpflegeschule absolvieren, dann umso mehr. Zum Jubiläum gratulierte Dr. Marcel Huber herzlich. Ein echter Grund zum Feiern. Allen Ausbildern und Partnern dankte er sehr und bat um ihre fortgesetzte Unterstützung. Dr. Huber stellte den Absolventen die Weiterbildungsmöglichkeiten vor und wies auf den neuen dualen Studiengang Pflege hin, der ab kommendem Schuljahr zusammen mit der Hochschule Rosenheim hier angeboten wird. Eine große Sache im weißen Hochschulfleck im Freistaat. Dr. Marcel Huber war sicher, die öffentliche Wahrnehmung dieses Berufes wird zu einer Steigerung seines Ansehens führen und ihn damit auch wirtschaftlich besser stellen. Staatssekretär Bernd Ziebler machte sich die Begrüßung einfach. Sie wären einmalig, begrüßte er die Schüler der staatlichen Berufsfachschule für Altenpflege. So eine Schule gibt es nämlich in Bayern nur ein einziges Mal. Da er auch Vorsitzender eines Kreisverbandes des BRK ist, der 6 Altenpflegeeinrichtungen betreibt, wusste Bernd Ziebler sehr gut, welche Bedeutung die Ausbildung des Pflegenachwuchses hat. Da die demografische Entwicklung auch hier ihre Auswirkungen zeigt und alle Arbeitgeber um die sinkende Zahl Nachkommen konkurrieren, gilt es, den Pflegeberuf so attraktiv wie möglich zu gestalten. Bäcker, Metzger und Wirte haben schon heute erhebliche Nachwuchssorgen. Um mehr ausbilden zu können, wurden zusätzliche Ausbildungsplätze vorwiegend in privater Trägerschaft geschaffen. Nach großem Kampf wird nun der Studiengang Pflege hier eine gute Perspektive bieten, den weißen Hochschulstandort Fleck zu tilgen. Er appellierte an die jungen Leute, die Angebote zu nutzen und freute sich schon aufs 20-Jahr-Jubiläum der staatlichen Altenpflegeschule in Mühldorf. Und lieber Max Heimal, dir und deiner Schule alles Gute, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, solange es notwendig ist, wie es braucht, das wird ganz schön lange sein. Für Landrat Georg Huber gehört die Verbesserung der Versorgung der Familien und der Betreuung der Senioren zur Weiterentwicklung der Region. Es gilt, die Menschen von der Wiege bis zur Bahre zu begleiten. Er dankte Ludwig Ecker und allen Lehrkräften, die sich vor über 10 Jahren auf den Weg gemacht haben, eine staatliche Altenpflegeschule ins Leben zu rufen. Dank galt auch dem Kreistag für die Mittel zum Neubau des Schulzentrums, um so den Unterricht auch weiter attraktiv halten zu können. Er dankte Staatssekretär Bernd Ziebler und der Bayerischen Staatsregierung für ihre Unterstützung beim Aufbau eines Hochschulangebotes in der Region, das die Leute in der Region halten wird. Landrat Huber war stolz auf das berufliche Schulzentrum, das für die Kreiskliniken und die Altenheime in der Region große Vorteile bringt. Den Auszubildenden dankte er für ihren hervorragenden Dienst
und war zuversichtlich, dass ihre tolle Arbeit auch die Anerkennung finden wird, die sie verdient. So bat er sie, ihre Freude am Beruf anderen weiterzugeben, um weiteren Nachwuchs zu gewinnen. Dankeschön, alles Gute. Die Schülerband des beruflichen Schulzentrums lockerte die Jubiläumsfeier auf. Schulleiter Oberstudiendirektor Maximilian Heimerl gab sich etwas hilflos und tat so, als hätte er sein Redemanuskript vergessen. Da er selbst erst seit kurzem Leiter der Altenpflegeschule ist, bat er die Gründer zu erzählen, wie es damals dazu gekommen ist. Wen fragt man, wenn man nicht mehr weiter weiß? Man ist immer gut beraten, dass man sich da an seinen Vorgänger wendet. Noch dazu. Am besten konnte das natürlich sein Vorgänger Oberstudiendirektor AD Ludwig Ecker, der ja eigentlich Banker ist. Ludwig Ecker, der eigentlich als Ehrengast geladen war, wollte das erst korrigieren. Er ist kein Banker, sondern Bankkaufmann alter Schule. 2003 oder 2004 wurde erstmals der demografische Wandel diskutiert, erinnerte sich Ludwig Ecker. Damals gab es keine Schule zur Ausbildung von Altenpflegern. Als sie dann den Antrag stellten, eine Altenpflegeschule ins Leben zu rufen, ließ man sich in München sehr lang Zeit. Mitte Juli gab es noch keine Genehmigung für die Schule, die Mitte September starten sollte. Am 6. August kam die Genehmigung und in kürzester Zeit haben sie es geschafft, mit einer Klasse zu starten. Damals schon dabei war Veronika Marczuk, die sich an die schwierige Aufgabe erinnerte, die vorgegebenen Lernziele mit konkreten Inhalten zu gestalten und auf die Anforderungen der Seniorenheime auszurichten. Schon damals definierte Ludwig Ecker das 4H-Ziel. Sie wollten die alten Leute betreuen mit Herz, Hirn, Hand und Humor. So ist es seither geblieben und so wollen sie es auch weitermachen. Da statistisch gesehen Pflegende diesen Beruf nur gut 7 Jahre ausüben, wollte Max Heimerl von Angelina wissen, wie sie die Ausbildung erlebt hat. Sie dankte den Lehrkräften für die umfassende Ausbildung und hat erst später erkannt, wie wertvoll das vermittelte Wissen war. Tobias Greiner von der Regierung von Oberbayern war früher Referendar an der Altenpflegeschule. Er war begeistert von den Angeboten der Berufsfachschule und war aus schulaufsichtlicher Pflicht absolut beruhigt. Zusammen mit den Kreiskliniken bilden sie Krankenpfleger aus. Kreiskliniken-Geschäftsführer Heiner Kerbel erinnerte sich an die Pläne, eine eigene Krankenpflegeschule ins Leben zu rufen. Da kam ihnen die Altenpflegeschule entgegen, die sich ja auch um kranke alte Leute kümmern muss. Nach langer Diskussion entstand so die generalistische Pflegeausbildung, eine ideale Ergänzung mit Zukunft. Mehrere Auszubildende stellten die Herausforderungen dar, mit denen junge Erwachsene während der Ausbildung konfrontiert sind, und auch die Freude, die jemand erleben kann, wenn er älteren Menschen hilft. Unter ihnen war eine von 3 Chinesinnen, die hier den Beruf des Altenpflegers lernen, um später in ihrem Heimatland zu helfen, ein Altenpflegewesen aufzubauen. Abschließend dankte Maximilian Heimerl allen Helfern bei seinem Festvortrag und hoffte, vom folgenden Highlight nicht überrumpelt zu werden. Stefan Hartl und Veronika Marczuk erinnerten in einem kurzen Sketch an eine Begebenheit, in der ein Schüler selbst zum Lehrer wurde, vom Schüler zum Kollegen. Sie stießen auf Veronika Marczuks Beförderung zur Abteilungsleiterin an. Sie wollte das Gespräch dienstlich fortsetzen, er hatte ganz andere Absichten. Natürlich verstand Veronika Marczuk nicht, was der junge neue Kollege da von ihr wollte. Das führte natürlich zu allerlei Verlegenheit und Verwirrung. Ich glaube, einen Schluck brauche ich nochmal. Je länger sie sich unterhielten, desto klarer wurde die Absicht. Sie wollten von Landrat Georg Huber als Sachaufwandsträger eine Pflegepuppe, die etwa 2.500 Euro kosten sollte. Das wäre klasse. 200.000 Euro, so schlimm ist es nicht. Ja. Da hat der Sachaufwandsträger vielleicht noch Möglichkeiten. Genau. Die Schülerband schloss die Jubiläumsfeier stimmungsvoll ab, bevor sich die Gäste im Foyer den süßen Köstlichkeiten der Bäckerabteilung des Schulzentrums widmeten. Nein.